Heute findet das 15. Lesezeichen im Sinneswald statt. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr das so oft schon organisiert habt, dieses Lesezeichen, und dass ich in diesem Mal dabei sein darf. Das, was ich jetzt vorlesen werde, ist aus der Distelfink von der Donna Tartt, einer amerikanischen Romanschreiberin, die relativ wenig schreibt, aber dann immer sehr gut recherchierte, dicke Romane. Das ist ungefähr das erste Bild, das ich jemals wirklich geliebt habe, sagte meine Mutter gerade. Du wirst es nicht glauben, aber es war in einem Buch, das ich als Kind immer aus der Bücherei entliehen habe. Ich saß auf dem Boden vor meinem Bett und starrte es an, stundenlang, fasziniert, dieses kleine Kerlchen. Es war klein, das kleinste Bild der Ausstellung und das schlichteste. Ein gelber Fink vor einem einfachen hellen Hintergrund, der zweigdünne Fuß an eine Stange gekettet. Menschen sterben natürlich, sagt meine Mutter, aber es ist so herzzerreißend und unnötig, wie wir Dinge verlieren. Durch pure Nachlässigkeit, durch Kriege und Brände, das Pentanon als Munitionslager verwendet, dass die Natur, also der Tod, immer gewinnt. Was aber nicht bedeutet, dass wir puckeln und Gnade winseln müssen. Das ist auch, wenn wir nicht immer froh sind, hier zu sein, unsere Aufgabe ist, trotzdem einzutauchen, geradewegs hineinzuwarten, inmitten durch die Jauchegrube und dabei Augen und Herz offen halten. Und inmitten unseres Sterbens, da wir uns aus dem Sumpf erheben und schmählich in den Sumpf zurücksinken, ist es ein Privileg und herrlich, das zu lieben, was der Tod nicht anrührt, habe ich einen kleinen, leuchtenden, unabhängigen, unbänderlichen Anteil an dieser Unsterblichkeit. Mir ist ein Buch förmlich in den Schoß gefallen, aus dem ich heute vorlesen möchte. Das hat den Titel »Worauf du dich verlassen kannst« von Klaus Möllering. Und ist eine Initiative des Deutschlandfunks gewesen, kurz vor der Jahrtausendwende. Da wurden Prominente gefragt, ob sie bereit wären, Briefe an ihre Enkel oder Urenkel zu schreiben. Und gibt es noch gemeinsame Werte, die von allen akzeptiert werden? Während ich euch diesen Brief schreibe, habe ich darüber nachgedacht, welche Werte mir selbst wichtig sind. Meine Antwort ist natürlich sehr subjektiv. Ein Angebot zum Nachdenken. Vielleicht findet der eine oder die andere von euch einen Punkt interessant und kommt zu dem Schluss, dass er ganz vernünftig ist und in das eigene Konzept passt. Aber auch die entgegengesetzte Reaktion kann konstruktiv sein. Wenn ihr euch später fragt, was hat sie da nur geschrieben? Ich sehe das völlig anders. Ob Einverständnis oder Widerspruch. Es kommt darauf an, dass ihr euch klar werdet, was für euch wichtig ist, für welche Werte ihr euch in unserer Gesellschaft und in der Zukunft einsetzen wollt. Die Welt, in der wir heute leben und in der ihr morgen leben werdet, ist alles andere als perfekt. Vieles von dem, was die Menschen im 20. Jahrhundert für unverbrüchliche Wahrheiten und Tugenden hielten, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Immer wieder wurden Werte wie Gehorsam, Patriotismus oder der Respekt vor Autoritäten missbraucht, um Engstirnigkeit, nationale Überheblichkeit und mangelnde Zivilcourage zu rechtfertigen. Es ist für mich deshalb sinnlos, an einem starren Wertekanon zu hängen, nur weil meine Eltern oder Großeltern ihn irgendwann einmal für verbindlich erklärt haben. Eine gesunde Portion Skepsis ist da hilfreich.
Ich wünsche euch, dass ihr reichlich davon habt. Vielen Dank. Er dachte einige Zeit nach, dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, dann macht es Freude, das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut und so soll es sein. Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie, und man ist nicht außer Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend, das ist wichtig. Das Rätsel von Meister Hora. Ich, sagte Momo entschlossen, lass mir meine Zeit von niemand wegnehmen. Ich will es hoffen, antwortete Meister Hora. Komm, Momo, ich will dir meine Sammlung zeigen. Jetzt sah er plötzlich wieder wie ein alter Mann aus. Er nahm Momo bei der Hand und führte sie in einen großen Saal hinaus. Dort zeigte er ihr diese und jene Uhr. Ließ Spielwerke laufen, führte ihr Weltzeituhren im Planetarien vor und wurde angesichts der Freude, die sein kleiner Gast an all den wunderlichen Dingen hatte, allmählich wieder jünger. Die Zeit, rief sie und klatschte in die Hände. Ja, das ist die Zeit ist es. Und sie hüpfte vor Vergnügen ein paar Mal. Und nun sage mir auch noch, was das Haus ist, in dem die drei Brüder wohnen, forderte Meister Hora sie auf. Das ist die Welt, antwortete Momo. Bravo, rief nun Meister Hora und klatschte ebenfalls in die Hände. Nein, Respekt, Momo, du verstehst dich aufs Rätsellösen. Das hat mir wirklich Freude gemacht. Super, was mich seit meiner Jugend begleitet, also nicht mehr so ganz neu ist. Immer dann, wenn ich davon höre, dass Ökologie und Ökonomie im Einklang stehen müssen, was die Politik als Märchen oft herausgibt. Das Gedicht ist von Erich Fried, Sonne im Weg stünde. Das wäre ein neuer Eindruck, selbst erlebt und sicher mehr als genug für ein Gedicht, das diese Gesellschaft anklagt. Neue Naturdichtung. Er weiß, dass es eintönig wäre, nur immer Gedichte zu machen über die Widersprüche dieser Gesellschaft und dass er lieber über die Tannen am Morgen schreiben sollte. Daher fällt ihm bald ein Gedicht ein über den nötigen Themenwechsel und über seinen Vorsatz, von den Tannen am Morgen zu schreiben. Und jetzt habe ich einen ganz anderen Text, der aus dem Buch von Ernst Ulrich von Weizsäcker ist. Das ist 1997, glaube ich, zum letzten Mal erschienen, also vor 10 Jahren, die letzte Ausgabe. Und im letzten Kapitel beschäftigt er sich mit dem, was mich immer interessiert hat, das Kapitel Bildung und Kultur. Kultur und Bildung verändern sich über Jahrhunderte. Sie prägen auch die Jahrhunderte.
Viele unserer Wertvorstellungen beziehen wir aus den Schulen unserer Kultur. Wenn wir jetzt auf das Jahrhundert der Umwelt zugehen und ein neues Wohlstandsmodell entwickeln wollen, dann müssen wir auch unsere Kultur weiterentwickeln und das Bildungswesen der neuen Aufgabe anpassen. Dankeschön. Die Zukunft ist die Zeit, die subjektiv gesehen der Gegenwart folgt. Das heißt, die Zukunft ist die Zeit, die noch kommt. Wir befinden uns inmitten einer epochalen Wandel. Digitale Revolution, Fortschritte in der Gentechnik und Entwicklung in der künstlichen Intelligenz. Alle greifen auf fundamentale Weise in unser Leben ein und verändern ganze Branchen, aber auch unsere Lebensmodelle und ganz konkret unseren Alltag. Das Smartphone ist erst 10 Jahre alt, hat aber von Amazon bis WhatsApp, von Airbnb über Uber, dieses Taxiunternehmen, unser Leben umgekrempelt. Und was mag da noch alles kommen? Und wie rasch? Viele fürchten sich vor einer Welt, die so anders sein wird als alles, was wir kennen. Die unbekannte Welt von morgen. Hierzu möchte ich aus dem Buch von Ranga Yogeshwar, Nächste Ausfahrt Zukunft, etwas vorlesen. Wie werden wir in Zukunft wohnen? Was ändert sich durch die zunehmende Globalisierung? Werden Roboter uns kontrollieren? Stehen wir am Anfang einer neuen Ära der künstlichen Intelligenz? Ich stoße auf viele Beispiele, die belegen, dass selbst ausgewiesene Fachleute bei der Einschätzung der Zukunft grundlegend irrten. Die ersten PCs wirkten im Vergleich zu den glänzenden Großrechnern zusammengeschustert und niemand ahnte, wie rasant der Wechsel kommen würde. Ob wir wollen oder nicht, wir halten uns an Bewährtes und trauen uns nicht loszulassen. Das Neue lässt sich nicht aus dem Alten entwickeln. Und die Zukunft von gestern zeigt uns, wie sehr wir irren können. Ja, ich habe einen Text mitgebracht, der, der vielleicht versucht zu erklären, warum der Eindruck erscheint, dass die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen von heute den Eindruck machen, dass sie oft entweder total orientierungslos in die Zukunft blicken oder das Ganze extrem überambitioniert angehen. Und, aber man den Eindruck hat, dass es da nicht so einen Mittelweg gibt heutzutage. Ich möchte lesen aus der Rede an die Abiturienten des Jahrgangs 2010 von Juli C. Wer das Abitur macht, hat eine Zukunft. Beim Inhaber eines Hauptschulabschlusses sieht das da schon ganz anders aus. Da wiegt die herrschende Meinung sorgenvoll den Kopf, ob der wohl eine Zukunft hat. Wenn man nun aber den Zeitgeist befragt, wie er sich in Zeitungen, Filmen und in der Werbung manifestiert, stellt man fest, dass vor allem Gegenstände eine Zukunft besitzen, ganz ohne Abitur. Es gibt das Handy der Zukunft, das Auto der Zukunft, den Rasierapparat der Zukunft, das Haus der Zukunft, den Fernseher der Zukunft, den Computer der Zukunft und das Energiesystem der Zukunft. Aber was ist mit der Zukunft des Menschen, der Gesellschaft, der Welt? Da erfährt man, sieht es düster aus. Erlauben Sie mir einen großmütterlichen Wunsch. Seien Sie nicht wie dieser Student, werden Sie nicht wie er. Und noch ein paar großmütterliche Ratschläge, danach lasse ich Sie in Ruhe. Wenn Ihnen in Zukunft jemand Angst vor der Zukunft einjagen will, egal ob es sich um eine wissenschaftliche Studie, ein Zeitungsszenario, einen Ihrer Professoren, Ihren Vorgesetzten oder eine Statistik handelt, denken Sie daran, dass Einschüchterung immer das Instrument einer Herrschaftstechnik ist. Vergessen Sie vor lauter Zukunftsrausch nicht, Ihre Sammlung schöner Erinnerungen zu pflegen und stetig zu erweitern. Bilden Sie eine Schnittmenge zwischen dem, was Sie wollen und dem, was Sie können und geraten Sie nicht in Panik, wenn diese Schnittmenge auf den ersten Blick nicht 100% ergibt. Den Rest, nämlich das, was Sie verunsichert und überfordert und einschüchtert, legen Sie getrost in Gottes oder des Schicksals oder des Zufalls Hand. Der Rest des Lebens beginnt weder nach dem Abitur noch am Neujahr, sondern in jeder einzelnen Sekunde.
In diesem, aber nur in diesem Sinne, wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft. Oder noch besser, alles Gute für Ihre künftige Vergangenheit. Herzlichen Dank den Vorlesern, herzlichen Dank Gerrit. Ich denke mal, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich wünsche allen erstmal einen schönen Tag heute noch und ein kleines Dankeschön an die Vorleser. Was ist es? Ein Lesezeichen natürlich. Herzlichen Dank euch. Danke.